Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Radkom TV. Mein Name ist Ute Simanski und im Namen des gesamten Radkom-Teams begrüße ich euch total herzlich zu Radkom TV. Ich freue mich heute auf eine ganz besondere und über eine ganz besondere Gästin, nämlich Maren Urner. Hallo liebe Maren, herzlich willkommen. Hallo Ute. Wir haben uns schon getroffen bei unserem Radkom-Kongress am 20. Juni diesen Jahres und du hast bereits ein Interview geführt mit Michael Adler und das fanden wir so spannend, dass wir gedacht haben, hey, das müssen wir unbedingt vertiefen und unbedingt nochmal intensivieren. Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass du dir die Zeit nochmal nehmen konntest, dass wir heute nochmal sprechen können. Ja, gern. Und irgendwann sehen wir uns auch nochmal im echten Leben, glaube ich. Also nicht via Zoom oder sonst welcher schalten. Ja, das würde mich wirklich total freuen. Vor allen Dingen, wie ich auch eben erfahren habe, bist du ja auch ganz viel in Köln. Und wenn Corona mal vorbei ist, dann gibt es vielleicht Gelegenheit für ein Treffen im Real Life. Wir von Radkom sind ja auch in Köln. Ich stelle dich jetzt so ganz kurz vor, ne? Ich sage so drei Sätze zu dir. Du bist Kognitionsforscherin und du bist Neurowissenschaftlerin, du bist Professorin und du erforschst, wie unser Gehirn tickt und wie wir Menschen wahrnehmen. Und du bist nicht nur Neurowissenschaftlerin und Kognitionsforscherin, sondern du bist auch Journalistin. Und du hast das wundervolle Portal Perspective Daily gegründet, weil du, wenn ich das richtig verstanden habe, das Gefühl hast, dass es auch wichtig ist, den Journalismus vielleicht nicht zu revolutionieren, aber doch ein Stück weit zu verändern. Und du bist eine Vertreterin des konstruktiven Journalismus. Magst du uns kurz sagen, was das ist? Klar, gern. Also du hast das perfekt zusammengefasst, glaube ich. Also ich kann einfach nur ganz kurz ergänzen, was können wir uns hinter diesem sperrigen Begriff konstruktiver Journalismus vorstellen. Eigentlich ganz einfach zusammengefasst in einem Satz geht es darum, eine zusätzliche W-Frage zu stellen und nicht nur hinten dran zu hängen, sondern eigentlich von vornherein immer mitzudenken. Und man kennt ja so die klassischen, oder jeder kennt wahrscheinlich die klassischen W-Fragen, dieses Wer, Wie, Wo, Was, ne, die ja im Journalismus praktiziert werden und auch wichtig sind, vielleicht vom Notruf auch kennen. Mhm. Und die zusätzliche W-Frage des konstruktiven Ansatzes ist, was jetzt? Mhm. Oder ein bisschen länger, schöner ausgedrückt, wie kann es weitergehen? Und wenn wir diese Frage, und wir sage ich jetzt ganz bewusst, weil es nicht nur um Journalismus geht, sondern wirklich auch um eine, ja, ohne dass es zu blumig klingt, mag Lebensphilosophie, mhm, wenn wir die öfter mitdenken und voranstellen und sozusagen übergeordnet weg von diesem problemorientierten hin zu einem lösungsorientierten Denken kommen, dann sind wir auf einmal und ist unser Gehirn auf einmal in der Lage, ganz, ganz viele andere Dinge zu denken, auszusprechen und damit auch unser Körper dann zu tun, weil wir dieses andere, ja, ein bisschen neudeutsch Mindset sozusagen dann auch einfach mitbringen. Ja. Ja, vielen Dank für diese Beschreibung. Und jetzt nähern wir uns auch dem Grund für unser erneutes Treffen, wie ich finde, oder auch unserer Schnittmenge. Wir von Radkom empfinden uns ja als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und wir sind letztlich AktivistInnen und setzen uns eben für Klimagerechtigkeit, für Umweltschutz ein und für eine Mobilitätswende, weil wir davon überzeugt sind, dass es Klimagerechtigkeit nur mit einer gewendeten Mobilität geben kann. Und du willst ja auch ein Stück weit die Welt verändern und ich frage mich, ob nicht auch alle AktivistInnen total viel mit diesem Konstrukt oder mit diesem Konzept vom konstruktiven Journalismus anfangen können. Und ich hole noch einen kurzen Schlenker aus. Du hast ein, wie ich finde, total großartiges Buch geschrieben, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Und in diesem Buch beschreibst du ja auch viel, wie wir die Welt sehen und wie wir auch gerade auf die Klimakrise zum Beispiel schauen. Ja. Und du beschreibst, was es mit uns Menschen macht, wenn wir täglich immer nur schlechte Nachrichten bekommen, schlechte Nachrichten ohne diese Frage, die du eben beschrieben hast, und was machen wir jetzt damit? Ja, ja.
Ich atme einmal durch, weil natürlich die potenzielle Antwort von mir das Buch sein könnte und darüber hinaus. Ja. Ich arbeite tatsächlich gerade auch am nächsten Buch. Und ich knüpfe vielleicht mal direkt bei den Klimazielen an, weil das sozusagen ja unsere Brücke, also oder die Brücke da am einfachsten gebaut ist. Also meine Grundmotivation, warum wir dahin kommen, und ich benutze ganz bewusst das Wort müssen, konstruktiver und lösungsorientierter zu denken, ist einfach, weil die Zeit abläuft. Und meine ganz persönliche Motivation als Kognitions- und Neurowissenschaftlerin dann zu entscheiden, ich gehe jetzt in den Journalismus und gründe sogar irgendwie ein Unternehmen mit anderen Menschen gemeinsam im Bereich der Informationsweitergabe, wenn wir das mal ganz abstrakt ausdrücken wollen, war tatsächlich die große Herausforderung des menschgemachten Klimawandels und ist nach wie vor mein, und dann sind wir beim Thema Antrieb. Und du hast nämlich dann gesagt, ja, wie kommt das oder was macht das mit uns? Oder auch die These, die ich da aufstelle, basierend auf zahlreichen Forschungsergebnissen, entsprechend erwähnt, dass wenn wir nur über die Probleme reden, kommen wir irgendwann in diesen Zustand zwangsläufig von so einer Hilflosigkeit. In der Psychologie wird das tatsächlich als erlernte Hilflosigkeit beschrieben. Also wir lernen jeden Tag, das ist das Problem, das ist das Problem, das ist das Problem. Ich selber kriege dann irgendwann, also auf das Individuum immer bezogen, das Gefühl, okay, was soll ich denn jetzt dagegen ausrichten? Und dann kommt irgendwann häufig der Zynismus. Ja, und wenn ich jetzt Fahrrad fahre, naja, das ändert doch auch nichts. Kennst du alles, die Argumente, ne? Um da die Brücke zu schlagen. Oder wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse, na toll, was soll das denn ändern? So, das heißt, wir haben dann ja auch also eine Rechtfertigung, psychologisch ganz spannender Mechanismus, weiterzumachen wie bisher. Weil unser Handeln hat ja keinen Einfluss. Also so die Denke dann. Ne? Manchmal bewusst, manchmal unbewusst oder ein Mix daraus. Und deshalb ist es so wichtig, weil wir wissen weltweit, ja, der menschgemachte Klimawandel ist da, der kommt nicht irgendwie in, weiß nicht, ein paar hundert Jahren. Wir sehen jetzt gerade wieder aktuell die Bilder aus China. Ja. Wir sehen die Eisberge, die durch die Arktis schwimmen und sich ablösen und so weiter und so fort. Wir sehen Überflutungen in ganz vielen anderen Ländern auch. Wir sind on track, dass 2020 das heißeste Jahr der Aufzeichnungen oder seitdem die Aufzeichnungen der Temperaturen begonnen haben und so weiter. Ich brauche das jetzt gar nicht alles zitieren, sondern das ist da. Ja. Ne? Und das ist so, so groß. Und jetzt kommt die Brücke zu diesem Gefühl der Hilflosigkeit, dass wir als kleines Individuum, jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern jeder für sich dann natürlich sehr schnell das Gefühl bekommen, was soll ich denn jetzt dagegen tun? Also das Fahrradfahren wird es nicht retten. Und genau da setzt das konstruktive Lösungsorientierte an. Nur wenn wir alle in diesem Modus des Lösungsorientierten und des Selbstwirksamkeitsprinzip, anderes wichtiges Konzept, was denn das Gegenteil von der erlernten Hilflosigkeit ist, reinkommen, dann können wir auch Dinge ändern. Und das sehen wir in der Geschichte, also der Menschheit, der Historie, durch die Bank. Ja? Also wie sind Frauenrechte zustande gekommen? Wie sind Rechte für unterschiedliche oder für Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zustande gekommen? Wie haben wir es hinbekommen, das gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter? Das war eine signifikante Anzahl von Menschen, die anders gedacht haben, die gedacht haben, okay, es geht. Die also psychologisch gesehen diese Selbstwirksamkeit gespürt haben, nicht in dieser erlernten Hilflosigkeit stecken geblieben sind oder gar nicht erst dahin gekommen sind und sich eine andere Welt, und da kommt das Hirn zum Tragen, vorstellen konnten. Und dadurch dann entsprechend darüber sprechen konnten und dann kommt das Handeln, also so diese Dreierkette. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Geschichten haben und Geschichten jetzt wirklich auch in den Medien, in unter uns Menschen, die genau diese Vision und jetzt nicht Vision im Sinne von, da hat jemand Vision, ja, sondern Vision im Sinne von eine Zukunft, in der wir leben können und wollen, ja, uns vorstellen, darüber sprechen und sie dann schaffen. Vielleicht schönstes, ganz konkretes Beispiel, letzter Punkt zu der Frage, was wir gerade in Paris beobachten, auf eure Thematik, also das Fahrradfahren, ein Stück weit ja auch meine Thematik, also ich habe kein Auto, ich fahre Fahrrad und Bahn, anknüpfen, was wir sehen, was möglich ist, wenn einfach gemacht wird. Also einfach mal machen, sozusagen, auch dieses Weg von Gewohnheiten, ja, weil wir eine Bürgermeisterin jetzt in Paris haben, die einfach sagt, okay, Radverkehr, das sind die Ziele, zack, jetzt setzen wir das um. Und auf einmal fahren die Menschen Fahrrad. Ja. Ja, und es geht halt. Das ist der Punkt. Es geht, wenn wir lösungsorientiert rangehen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Maren. Das macht total Spaß, dir einfach zuzuhören. Manchmal frage ich mich, ob dieses Konzept von Selbstwirksamkeit, was du eben beschrieben hast, nicht so eine Art Grundvoraussetzung ist, dass ich überhaupt zur Aktivistin werden kann
Und ist die Welt oder unsere Gesellschaft jetzt gerade irgendwie so zweigeteilt? Und ich möchte zwei Fragen als nächstes mit dir besprechen. Also zum einen, wie kriegt man denn dieses Gefühl von, ich kann was machen, also das Gegenteil von dieser Hilflosigkeit erzeugt? Und ich kenne so viele AktivistInnen, die resigniert sind, die tatsächlich, was du auch in deinem Buch beschreibst, das erlebt haben, dass sie sagen, boah, ich halte das jetzt echt nicht mehr aus. Seit 10 Jahren engagiere ich mich, es ändert sich nichts. Ich ziehe mich jetzt zurück in, keine Ahnung, ich stricke jetzt nur noch oder so. Also die Frage, die ich dir stellen möchte oder die ich gern gemeinsam mit dir besprechen möchte, also wie kriegt man das hin? Wie kriegt man Menschen aktiviert und selbst mit so einem Selbstwirksamkeitsgefühl und kann man welche, die schon resigniert sind, wieder zurückholen? Ja, also erstmal stimme ich dir zu. Ich bin davon überzeugt, aufgrund von dem, was ich über die Thematik weiß, ne, und natürlich kann ich mich auch irren, das ist auch angestellt, aber die Daten sprechen dafür, dass dieses Konzept der Selbstwirksamkeit, also diese Idee, wenn ich die in mir habe, wie gesagt, manchmal nicht bewusst, also es steht ja nicht jeder auf und sagt dann, okay, ich bin selbstwirksam, deshalb kann ich jetzt die Welt verändern. Aber genau wie du sagst, ist so eine Art Grundvoraussetzung. Mhm. Weil sonst fange ich ja gar nicht an. Oder dann habe ich gar nicht, also die Überzeugung davon oder den Glauben daran, dass ich etwas ändern kann. Wie man das stimulieren kann, das ist tatsächlich die Frage, die mich sehr stark mit umtreibt. Also da triffst du direkt ins Schwarze sozusagen, okay, ins Grüne oder wo auch immer hin, ins Ziel. Und das ist natürlich immer, wie die meisten Dinge im Leben, kein Schwarz-Weiß. Also gibt es ja so einen Schalter und dann legt man den um und dann ist jemand irgendwie selbstwirksam. Oder es gibt nur den einen Einfluss. Sondern es ist eigentlich immer eine Interaktion aus Top-Down und Bottom-Up. Mhm. Ich habe eben das Beispiel Paris genannt, wo wir jetzt Top-Down sehen. Okay, wir bauen Fahrräder, dann nehmen wir Kopenhagen, Amsterdam, Utrecht, Groningen, so die Städte, wo wir eben schon erfolgreich sehen, wie wir Radverkehr stimulieren können durch eine bestimmte Infrastruktur. Mhm. Also mehr Radwege bauen, so die Thematiken, das, was sozusagen euer Bread and Butter ist. Ja? Also welche Dinge brauchen wir und müssen wir versuchen, auf politischer Städte- oder Länderebene durchzusetzen, um entsprechende Infrastruktur zu schaffen, die es möglichst einfach macht. Und zwar nicht nur möglichst einfach macht, Fahrrad zu fahren, sondern eben auch diese Selbstwirksamkeit. Und beim Thema Fahrradfahren, um es ein bisschen konkret auch zu halten, vielleicht ist zum Beispiel das Gefühl von Sicherheit ganz wichtig. Also ich habe selber in London gewohnt, 4 Jahre lang, bin dort angekommen, auch da Fahrrad gefahren. Und das war, ich sag mal, riskant. Ja. vorsichtig ausdrücken. Und in diesen 4 Jahren habe ich aber auch gesehen, was sich ändern kann. Mhm. Also wir haben tatsächlich... Also es gab verschiedene Kampagnen, die Go Dutch, also niederländische Werden-Kampagne, ja. Die haben dann die niederländischen Experten eingeladen. Mhm. Es gab die London Cycling Campaign, wo ich dann mit das Magazin gezogen habe, mich immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten habe. Und dann gab es die Superhighways, also wie es jetzt in Deutschland viele Straßen. So alle diese Dinge, das ist ein Mix. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, aus Top-Down und Bottom-Up. Mhm. Weil warum ist das entstanden? Weil genug Menschen von Bottom-Up Druck gemacht haben. Und gesagt haben, und da sind wir bei Selbstwirksamkeit, und gesagt haben, wir möchten eine fahrradfreundliche Stadt, also die können es marketingtechnisch Early Adopter nennen, ja, in der Hinsicht, die sagen, Fahrradfahren ist die bessere Variante, ist die schnellste, gesündeste, beste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen, wie kriegen wir es hin? Und dann wird angefangen, Druck auszuüben. Weil der damalige Bürgermeister, Ironie, Boris Johnson von London, war jetzt nicht unbedingt so der Fahrradfahr-Advocate, sage ich jetzt mal, Befürworter. Aber selbst der hat dann dafür gesorgt, dass es dieses Leihfahrradsystem gab. Mhm. Das sind tatsächlich die Boris-Bikes am Anfang. Mhm. Ja? Mhm. Also das haben die Leute damit verbunden. Und auch diese Superhighways, diese blau markierten Straßen. Also sprich, das muss sich die ganze Zeit oder gleicht sich ja die ganze Zeit einander an. Der Druck von Bottom-up und dann die Handlungspflicht, teilweise von Top-Down. Und jetzt die große Frage, wo kommt jetzt die Selbstwirksamkeit, an welchen Stellen rein und wie können wir es motivieren? Naja, auf der einen Seite natürlich, indem ich selber mir als Individuum eine Umgebung suche, die mir das möglichst einfach macht. Also sprich, ich gehe nicht in die Umgebung, wo ich weiß, da muss ich noch mal härter kämpfen. Okay. Das hat nichts mit sag ich mal, Ausweichen oder so zu tun, sondern mit, wo hängen die, wie man im Englischen sagt, low-hanging fruits. Ne? Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Übersetzung, die tiefhängenden Früchte. Also, Früchte, ja.
Du weißt, was ich meine. Ja, ne? Na klar, ja. Also das, wo man vielleicht denkt, oh ja, das haben wir uns aber einfach gemacht. Aber genau das ist so wichtig, weil dann sehe ich ja die Erfolge. Übertragen auf dein Strickenbeispiel, das ist ja sonst häufig die Folge, dass sich Menschen dahin zurückziehen, wo sie wieder das Gefühl haben, sie können Einfluss nehmen. Ja, ich bringe dann immer das mit dem Marmeladekochen. Genau. Ein anderes Beispiel. Und da dann zu sagen, okay, hier kann ich Einfluss nehmen. Und deshalb funktioniert das lokal so gut, weil lokal habe ich ja den direkten Bezug. Und deshalb sehen wir auch gerade global eine Hinwendung zu mehr Policies und Politik, die städtebasiert gemacht wird und vielleicht auch state-basiert, siehe USA, also Kalifornien dann eigene Sachen macht und so weiter und so fort. Und nicht mehr land- oder global basiert, weil ich natürlich die Menschen ganz anders betreffen, also ansprechen kann und eine Betroffenheit bezwecken kann und eine Selbstwirksamkeit sie erleben lassen kann, weil sie selber alle vor Ort natürlich leben und aktiv sind. Ja, total spannend. Und würdest du jetzt sagen, also mehrere Gedanken kommen jetzt durch den Kopf, ne? Also wäre das dann die Möglichkeit, mit bereits resignierten AktivistInnen einen Ausflug nach, keine Ahnung, Amsterdam oder London zu machen oder irgendwohin, wo es schon gut läuft und denen praktisch ein konkretes Beispiel zu zeigen, wo es dann doch wieder geklappt hat? Also, also meine Frage ist eben, wenn dieses Konzept von Selbstwirksamkeit vielleicht mal da war und einmal zerstört ist, kann man das wieder reaktivieren, ne? Kann man das wieder aufbauen? Ja. Also die Frage, die dahinter, also jetzt aus wissenschaftlicher Sicht gesprochen, die dahinter steckt, ist ja so ein bisschen, ist es ein Charakterzug oder inwieweit ist es eine Persönlichkeitskomponente auch oder eine Zustands, also man spricht ja noch von Trade versus State dann, also Trade, Persönlichkeitsmerkmal oder Zustand. Und ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das schon erforscht wurde, wie weit dieses Zurückholen quasi möglich ist. Es spielen auf jeden Fall auch da wieder beide Sachen mit rein. Also jeder hat natürlich eine unterschiedlich starke Veranlagung, wie immer im Leben. Also zum Beispiel Alzheimer zu entwickeln oder so, da gibt es eine gewisse genetische Komponente. Und genauso ist es da halt auch. Und Umweltkomponenten. Und genau die Umweltkomponenten sind das natürlich, was bei diesem Zurückholen, wenn wir mal bei der Terminologie bleiben, das unterstützen kann. Also da bin ich ja genau dann in der lösungsorientierten Denke drin. Und was ich eben auch meinte mit dem, es möglichst einfach zu machen, also zu sagen, das sind positive Beispiele, da sind andere Menschen, die sich engagieren und mir eine Umgebung zu suchen. Das hat nichts mit Ignoranz zu tun, sondern einfach mit Kosten-Nutzen-Analyse, ganz platt gesagt. Ja? Weil jeder hat begrenzte Ressourcen. Und da dann Menschen und Umgebungen zu suchen, wo eine Stimulation in eine, ich sag mal, lösungsorientierte Richtung stattfindet, um es ganz abstrakt zu sagen. Und genauso praktisch, wie du gerade gesagt hast, kann das dann halt entsprechend so aussehen. Also sich wirklich auch mit diesen Lösungen, Gedanken und Menschen zu umgeben und so halt auch das Weiterdenken zu stimulieren. Und da gibt es zahlreiche Studien, die genau das belegen, dass das dann eben entsprechend auch förderlich ist. Und vielleicht letzter Gedanke zu dir zurückholen. Bei der Radcom, wo wir uns kennengelernt haben, digitaler Natur, war ja auch im Panel, gab es die Aussage einer Aktivistin, die da gesagt hat, ich bin einfach müde. Ja. Und ich fand diesen Satz sehr bezeichnend, weil der, glaube ich, mit dem resoniert, was du ansprichst. Ja, einfach diese, es ist anstrengend. Und auch wenn es der vermeintlich einfache Kampf ist, den ich gerade beschrieben habe, so, es ist anstrengend und es kostet Kraft und Ressourcen. Und umso wichtiger ist es dann immer, Menschen zu haben, die einen wieder mitnehmen und sagen, hey, und die einem auch mal eine Pause gönnen, damit ich dann wieder die Kraft und die Resonanz mitbringe. Und ich persönlich bin auch total davon überzeugt, dass man sowas wie eine konstruktive und lösungsfokussierte oder lösungsorientierte Denke, dass das letztlich eine Frage des Trainings ist. Also natürlich setzt das so eine Willensentscheidung in mir selbst voraus, dass ich mich so orientieren möchte und so denken möchte. Und dann, glaube ich, braucht es viel Training und auch viel Gewohnheit. Und das ist so ein zweiter spannender Aspekt aus deiner Arbeit. Das hast du in dem Interview mit Michael Adler auch schon erläutert, dass Menschen im Prinzip 90% unserer Alltagshandlungen, sagtest du, sind Gewohnheitshandlungen. Und erst könnte einen das jetzt ja so ein bisschen erschrecken, aber dann dachte ich, aha, also könnte doch dieses zuversichtlich sein und daran glauben, dass wir doch auch eine Macht haben, etwas zu verändern, könnte ich mir diese Sichtweise auch antrainieren?
Absolut. Also wieder ins Schwarze, Grüne oder wo auch immer hingetroffen. Das sind Gewohnheiten und das sind Denkgewohnheiten. Mhm. Und genau da machst du jetzt quasi den nächsten Schritt, wenn wir einmal das Lösungsorientierte für uns entdeckt haben, so ungefähr. Mhm. Und auch da knüpft dann ja der konstruktive Journalismus an. Also ich habe eine andere Denkgewohnheit. Ja. Eine andere Brille, wie ich manchmal gerne sage, die ich mir aufsetze und mit der ich dann die Welt sehe. Weil wir alle immer subjektive Betrachter sind. Also dafür sorgt halt einfach dieses Gehirn da oben im Kopf, dass wir die Welt alle unterschiedlich sehen. Das ist die Prämisse, die wir akzeptieren müssen. Mhm. Und einfach davon wegkommen müssen, dass es eine objektive Weltsicht gibt. Ja, also etwas, was im Journalismus immer noch umstritten ist. Da könnten wir jetzt allein eine Stunde drüber diskutieren. Ja. Aber das lassen wir an der Seite, an der Stelle mal so stehen, hoffe ich, dass das alle akzeptieren oder sich zumindest jetzt damit auseinandersetzen dann und nochmal kritisch rangehen. Und der nächste Schritt ist ja dann zu sagen, genau wie du sagst, okay, die Erkenntnis, dass ich da etwas ändern möchte. Also egal, wie ich das dann nenne oder was für Wörter mir dazu einfallen. Aber dass ich sage, okay, ich möchte meine Sichtweise oder meine Herangehensweise verändern und eher vielleicht zu diesem lösungsorientierten, wie auch immer wir das nennen wollen, konstruktiven hinzukommen. Das ist so ein bisschen wie der Raucher, die Raucherin sagt, ich möchte aufhören zu rauchen. Ja? Und die Erkenntnis muss da sein. Und dann kann ich mir halt überlegen, okay, wie kann ich das trainieren? Und da sind wir wieder bei der Frage mit der Umgebung. Mhm. Also zum Beispiel suche ich mir dann Gewohnheiten und da gibt es nicht das Geheimrezept, aber für jeden eine funktionierende Art und Weise mit so ein paar allgemeinen Prinzipien, die psychologisch einfach sinnvoll sind, weil wir wissen, dass das hier so ungefähr funktioniert. Also sprich, dann eine Umgebung und Gewohnheiten zu etablieren, die das möglichst erleichtern. Zum Beispiel angefangen bei meinem Medienkonsum. Und das nenne ich dann immer gerne Medienhygiene. Ja. Also wir machen uns alle ganz viel Gedanken darüber, ne, was wir irgendwie essen und trinken und so weiter. Und duschen und Zähne putzen, Haare kämmen, was auch immer. Aber die Hygiene, was die Informationen und all das, was wir an unser Gehirn ranlassen, die ist häufig unterentwickelt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also sprich, da dann auch zu gucken, was möchte ich wie konsumieren? Welche Informationen, mit welchen Beispielen, mit welchen Sachen umgebe ich mich. Und nochmal, das hat nichts mit Ignoranz zu tun, weil eine Auswahl treffen wir immer. Die Frage ist, wie bewusst wir das machen. Ja. Weil der Tag hat halt nur 24 Stunden. Ja. Also Umgebung heißt jetzt nicht, was mir vorhin durch den Kopf schoss, oh Mist, ich habe mir hier vielleicht die falsche Stadt ausgesucht, um mich zu engagieren, weil das ist ja alles so kompliziert und noch so ein weiter Weg zu gehen. Ich ziehe lieber irgendwo hin, wo es schon mehr Verkehrswende gibt. Das meintest du nicht unbedingt mit Umgebung. Kann es auch sein. Sondern wirklich angefangen von Medienkonsum. Vielleicht ist eine Umgebung dann auch, sich einer Gruppe anzuschließen. So würde ich, ne? Und sich eben mit Menschen zu umgeben, die einem das dann erleichtern, in die Richtung zu gehen. Ja. Genau, richtig. Also hast du jetzt quasi noch zwei weitere Ebenen. Also die Informationsebene, dann die lokale Ebene im Sinne von, wenn ich erstmal sage, ich bleibe da, wo ich bin, welche anderen Menschen und Strukturen gibt es schon? Ne? Deshalb eben auch so ein bisschen die Beispiele aus London dann mit der London Cycling, solche Sachen dann zu sagen, okay, oder jetzt in Köln dann zu sagen, wo gibt es denn schon Menschen? Ich muss ja nicht bei Null anfangen. Ich muss nicht das Rad, also in den meisten Fällen, neu erfinden, das Wort ist. Und dann, wenn ich merke, okay, das hilft alles nichts, ich brauche nochmal eine wirklich andere Umgebung im Sinne von, physisch, kann das tatsächlich auch bedeuten, okay, ich gehe einen anderen Schritt und ne, brauche wirklich da die Stimulation oder denke, dass das für mich gut wäre und plane einen Umzug ein. Ja. Also diese ganzen Ebenen, kann jeder für sich dann halt auch entsprechend einmal durcharbeiten und durchgehen und entscheiden, wo er oder sie, da bin ich wieder bei der Kosten-Nutzen-Analyse, dann am Ende bei rauskommt, das Gefühl zu haben, da kann ich wirklich was bewirken und komme auch in diese Selbstwirksamkeit und dieses Gefühl, das anderes Konzept dann der psychologischen Sicherheit. Also ich fühle mich sicher, dass ich Dinge tun kann und werde nicht irgendwie ausgelacht oder ernst genommen oder solche Dinge. Also ganz, ganz wichtige Gefühle, die dann da auch eine Rolle spielen. Ja, wir wollen jetzt, also würden wir vielleicht gerne, aber machen wir natürlich jetzt nicht über Philosophie von Journalismus sprechen. Gleichzeitig finde ich schon so einen Gedanken, also der treibt mich auf jeden Fall sehr um. Und das ist so die Frage, also auch wenn ich jetzt als Journalistin keine Aktivistin bin und ja auch objektiv sein soll und auch möchte und mich auch nicht mit einer guten Sache gemein machen möchte, habe ich nicht doch irgendwie eine Verantwortung, wenn ich plötzlich feststelle oder zu der Erkenntnis gelange, dass mein bisheriges Handeln
nämlich über die schrecklichen, schlimmen Dinge berichten in aller Ausführlichkeit, aber dann einfach aufhören und diesen nächsten Schritt, also mir nicht mehr die Mühe zu machen, was sind denn potenzielle Lösungsideen, und die muss ich mir ja nicht selber ausdenken, sondern vielleicht zu recherchieren, gibt es irgendwo Menschen, die schon etwas dagegen tun, oder ne, also diese Frage zu stellen, was dann, was machen wir jetzt damit, wenn ich das nicht tue, habe ich dann nicht vielleicht doch auch so ein bisschen eine Verantwortung dafür, dass Menschen resignieren oder dass gesellschaftlicher Wandel nicht so vorantreibt. Ich weiß gar nicht, ob du diese Frage jetzt kommentieren möchtest oder etwas gerne. Zu sagen. Okay. Oh, sehr gerne. Gut, ja. Und zwar würde ich sogar noch krasser ausdrücken. Also mhm. die Verantwortung fängt noch mal weiter vorne an. Mhm. Und zwar ein Schritt, ich weiß nicht, ob zurück, aber in eine andere Richtung nochmal gegangen. Jede Information, die ich als Mensch, und egal wer ich jetzt bin, Journalist mhm. oder jemand, der ein Gespräch, wie jetzt wie ein Gespräch führt, in die Welt setzt, und das mag jetzt sehr krass klingen, aber es ist ein sehr starker Satz. Meine Studierenden reagieren immer mit anhaltender Stille, wenn ich das erste okay. Mal sage. Also, ja. jede Information, die ich in die Welt setze, verändert im Gehirn und damit die Person gegenüber. Mhm. Punkt. Mhm. Und das ist eine Riesenverantwortung. Ja. Also die Verantwortung fängt schon viel weiter vorne an. Nicht erst bei, wenn ich feststelle, das stimmt nicht mehr mit meinen Werten oder den Werten einer Gesellschaft oder wie auch immer ein, ja, überein. Sondern alles, was ich sage, schreibe, sende, ja, im weitesten Sinne, verändert das Gehirn der Menschen, der Rezipienten, die es empfangen. Mhm. Und gleichzeitig interessanterweise auch meins. Aber wenn wir jetzt mal uns hinten anstellen und einfach nur die Empfänger anschauen, dann ist das eine riesen Verantwortung, die ich habe. Da darf man natürlich auch nicht dran verrückt werden, so, und dann irgendwie jedes Wort 15 Mal umdrehen, darum geht es mir nicht. Ja? Sondern einfach sich diese Verantwortung immer wieder bewusst zu machen und zu überlegen, was sende ich da gerade? Um es ganz praktisch zu machen. Allein der Gebrauch von bestimmten Wörtern löst in unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Dinge aus. Und da meine ich jetzt gar nicht mehr so ganz krasse, abstrakte Konzepte wie Freiheit, Vertrauen, Verantwortung. Du hast sicherlich eine andere Vorstellung von Freiheit als ich. Wahrscheinlich, ja. Das ist völlig klar. Ja, aber genau deshalb müssen wir darüber reden, wenn wir kommunizieren wollen über dieses Konzept. Und das fängt bei so basalen Dingen wie Farbwahrnehmung an. Also es kommen immer mehr Studien, die zeigen, dass der kulturelle Kontext zum Beispiel, also Deutsche denken anders über Farbe nach als Amerikaner, ja, geprägt durch Kultur und Sprache und so weiter, ohne zu weit abdriften zu wollen. Mhm. Also wirklich so alle basalen Konzepte der Wahrnehmung wir unterschiedlich verarbeiten. Und ich damit nicht nur eine unterschiedliche Verarbeitung, sondern dieser wichtige Aspekt des Einflussnehmens halt eine riesen Verantwortung habe. So, und wenn wir jetzt den Schritt machen zu dem, was du angesprochen hast, zu dem, was passiert, wenn es hier jetzt wirklich um sowas wie Wertvorstellungen, Haltung geht, ja, und diese Aussage allein darüber, mit dem sich einer Sache nicht gemein machen, könnte ich jetzt sehr viel reden, aber das lassen wir an der Stelle. Ja. Aber das tue ich halt sowieso, also ja. vielleicht daran anknüpfend so. Also allein dadurch, dass ich über ein Thema berichte, habe ich ja eine Auswahl getroffen aus den potenziell fast unendlich vielen Themen, die an einem Tag passieren. Und natürlich gibt es dann im Journalismus gewisse Relevanzkriterien, ne, an denen ich mich orientieren kann, die aber von Menschen geschaffen sind. Und das ist ganz wichtig. Journalismus ist keine Naturwissenschaft, genauso wenig wie Wirtschaftswissenschaften. Das sind Wissenschaften, die von Menschen geschaffen sind. Das heißt, wir haben auch die Macht und Verantwortung, sie zu ändern. Und darüber dann zu sprechen und zu sagen, okay, also um es konkret wieder auf die Verantwortung der Themen zurückzubringen oder der Sichtweisen auf ein Thema, über die ich berichte als Journalist, als Autorin oder Senderin im weitesten Sinne, mir dann zu überlegen, was kommuniziere ich da eigentlich gerade und was ist mein Ziel? Und das ist häufig eine Frage, die meiner Überzeugung nach zu kurz kommt. Ja. Also es wird halt einfach gesagt, das ist gut oder schlecht, ohne dass vorher definiert wurde, was gut oder schlecht denn überhaupt bedeuten könnte. Also was ist mein Ziel, wo will ich denn eigentlich hin? Ja. Will ich nach Paris oder will ich nach Rom? Weil nur dann können wir anfangen zu gucken, ob wir uns in die eine oder die andere Richtung bewegen. Und ich sage, die Maßnahme ist schlecht. Hartz IV ist schlecht. Hartz IV ist gut. Wofür denn? Ja, und ich finde, das sind so wichtige und auch so total nützliche Gedanken für jegliche Form von Aktivismus. Weil auch als Aktivistin kann ich mich ja fragen, ist meine Rolle jetzt, die Umstände anzuprangern, was glaube ich ja auch total wichtig ist,
Nur ist es nicht auch wichtig, noch einen Schritt darüber hinaus zu gehen und auch als Aktivistin nicht daran mitzuwirken, dass immer mehr Menschen resignieren, sondern wirklich dieses Momentum von wir können etwas tun, eben auch in die Welt zu setzen. Und meine These ist, dass gerade vor allen Dingen auch so eine Bewegung wie Fridays for Future oder überhaupt die gesamte For Future-Bewegung so erfolgreich ist, weil sie eben ja nicht nur sagen, hey, alles ist schlecht, sondern auch ganz konkret die Auswege aufzeigen. Was ich auch interessant finde, ist, was du gerade über das Journalismus-System beschrieben hast, das entdecke ich auch ein Stück weit im Wissenschaftssystem. Denn auch WissenschaftlerInnen, viele sagen ja, hey, unser Job ist nicht, die Auswege zu zeigen, sondern unser Job ist, die Fakten aufzuzeigen. Und da finde ich das eben auch ganz interessant, und diese Frage zu stellen, also wenn wir gesellschaftlichen Wandel wollen, können wir nicht noch mehr versuchen, noch mehr Menschen in so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu bringen und in der Hoffnung, dass die dann auch mitwirken am Wandel. Absolut. Also kann ich nur so zustimmen, ein Satz dazu. Mhm. Das ist das Spannende, weil ich diese beiden Welten sozusagen kennengelernt habe, weil ich ja vorher in der Wissenschaft, auch in verschiedenen Ländern, also in Deutschland, den Niederlanden, Kanada und Großbritannien, die unterschiedlichen Kulturen, was Wissenschaft betrifft, auch kennenlernen durfte, was mir total wichtige, mir sehr, sehr wichtige Erfahrungen geworden sind. Mhm. Und auf der anderen Seite dann diese Übertragung der wissenschaftlichen Denke auf den Journalismus ja mit Perspective Daily versuche so zu stimulieren und anzuregen. Aber auch da, genau wie du sagst, ja, es gibt natürlich auch da immer Entscheidungen, die getroffen werden auf subjektiver Ebene. Natürlich vielleicht gemessen an bestimmten Kriterien und Katalogen und so weiter. Aber das ist alles andere als 100% objektiv. Was nicht heißt, dass alles relativ ist und es keine Fakten gibt. Mhm. Ja, das ist ja dann häufig dann so die Gegenreaktion. Ja, ja. Das ist ad absurdum. Ja. Und was ich mich oft frage, ist, wie kriegt man denn jetzt so ein Gefühl von, hey, wir können aber doch ganz viel ändern in so etwas vielleicht ein bisschen schwerfälligeres wie eine Stadtverwaltung? Oh ja. Große Frage. Das Spannende aktuell sind wir beim Thema Gewohnheiten. Okay. Spot on, ne? Und zwar Denk- und Handlungsgewohnheiten. Mhm. Und das Spannende an meiner Arbeit jetzt im Moment, oder ich sag mal so seit einem, ich würde sagen, gutem Jahr, also seit das Buch, was du eben ja auch erwähnt hast, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wirklich für so viel Resonanz gesorgt hat, in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Komponenten, Spielfeldern im weitesten Sinne, darf ich, und ich benutze auch hier bewusst das Wort darf, weil ich es wirklich als ein Privileg empfinde, diese unterschiedlichen Denken und Arbeitsstrukturen und Arbeitsweisen kennenzulernen. Und da gehören auch politische Strukturen oder eben Verwaltungsstrukturen und so weiter dazu. Weil ich Einladungen aus den unterschiedlichsten Konstrukten bekomme. Und auch da gelten, und das ist das Schöne an meinem, in Anführungsstrichen, Thema, es ist eigentlich kein Thema, sondern eine Methode. Mhm. Eine Methode zu denken und dann halt zu handeln. Mhm. Und die funktioniert halt meiner Überzeugung nach überall, wenn wir sie stimulieren. Und dahingehend habe ich deine Frage auch ein bisschen verstanden. Sag, wenn es anders gemeint ist. Und das ist natürlich dann immer die Aufgabe sozusagen, die für mich dann im Raum steht, wie baue ich die Brücke? Mhm. Also wie knüpfe ich an der Welt an? Und das ist ja immer gar nicht so trivial, weil natürlich kenne ich mich da nicht aus, ja, mit den Strukturen. Mhm. Also, zum Beispiel jetzt bei Stadtverwaltung. Ich war noch nie in der Stadtverwaltung, also arbeitstechnisch. Mhm. Und dann kann ich anfangen, mir zu überlegen, okay, was sind so die Themen, was sind die Denkstrukturen, die Menschen beschäftigen? Mhm. Wo können wir eine Brücke bauen, um einen Austausch auf Augenhöhe und eben auch auf Denkhöhe sozusagen herzustellen? Und dann sind die gleichen Prinzipien, das mag jetzt fast dann beleidigend klingen, aber wir sind halt alle Menschen und wir haben alle dieses Hirn da oben, sind die gleichen Prinzipien meist die, ich sag mal, Hindernisse. Mhm. Also sprich, dass bestimmte Gewohnheiten dafür sorgen, im Denken und Handeln, dass dieses, das war doch immer so, irgendwie als Mantra gilt. Ja, und ich benutze ganz bewusst jetzt diese plakativen Aussprachen, weil wir sie alle kennen, und weil sie so wahr sind dann auch. Und das andere halt natürlich Hierarchie, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also was bedeutet Erfolg? Brauchen wir eine Redefinition von Erfolg? Ja, eine neue Definition. Ich habe gerade Sonntag im Spiegel einen Kommentar veröffentlicht zum Thema Masken und Egoismus und plädiere darin dafür, dass es darum gehen sollte,
gesunden Egoismus zu praktizieren, weil Egoismus eigentlich was Gutes ist, wir aber ein bisschen missverstanden haben aufgrund bestimmter, jetzt wird es einmal kurz groß, ja, gesellschaftlicher Zusammenhänge, dass es eben bedeutet, materielle Güter anzuhäufen und so weiter, und irgendwie den höchsten Posten zu haben. Das aber wir wissen aus der Biologie des Menschen, und wenn wir das akzeptieren, wir auch ganz anders leben können, dass wir wissen aus der Biologie, dass wir soziale, kooperative Wesen sind und dann am glücklichsten, gesündesten und besten funktionieren. Ja. Und das ist ja wieder anknüpfend an das, was wir eben hatten, die Müdigkeit und die anderen Menschen und die Selbstwirksamkeit. Das hat ganz viel damit zu tun, wenn ich da von Umgebung spreche, dass wir diese Unterstützung da brauchen und dass wir dann ja, uns nicht nur besser fühlen, ja, sondern eben auch besser funktionieren. Also auch in Arbeitgeberperspektive sozusagen eine positive Endrechnung rauskommt. Dafür müssen wir aber diese Gewohnheiten umdenken und manchmal auch, und das sage ich ganz bewusst auch wieder, Mauern einreißen. Ja. Weil diese Denke halt sehr, sehr, auch wieder Gewohnheit, so stark in uns verankert sind, so stark im Hirn abgespeichert sind, dass es gar nicht so einfach ist. Also dass zum Beispiel diese Selbstwirksamkeit und diese psychologische Sicherheit nicht für alle Ebenen einer Hierarchie gegeben sind und Menschen profitieren. Und jetzt könnte ich irgendwelche Statistiken zitieren, wie viele Menschen schon mit ihrem Job gekündigt haben und so weiter und das so fort. Das sind viele, glaube ich. Ne? Das gab es gerade wieder eine Umfrage. Also, ne? Und da sind wir wirklich spot on sozusagen bei der Thematik, ja was habe ich für ein Gefühl, wenn ich da morgens ankomme in meiner Stadtverwaltung und wie gehe ich damit um? Und das hat nichts mit irgendwie Feelgood und wir müssen alle irgendwie da jeden Morgen zum Grinsen auf die Arbeit kommen. Sondern wirklich diesem fundamentalen Konzept der Sicherheit, der psychologischen Sicherheit und des Gedankens der Selbstwirksamkeit und dass ich etwas tue, was im weitesten für mich und meinen Werten sinnvoll erscheint. Und das letztlich ist dann ja auch, finde ich, eine Führungsaufgabe und natürlich die Aufgabe von zum Beispiel OberbürgermeisterInnen, dafür zu sorgen, dass das Konzept, was ist sinnvoll, was ist für unsere Stadt sinnvoll, das aufzuzeigen. Da bist du wieder bei Top-Down und Bottom-Up. Ja, teilweise finde ich es total ermutigend zu hören, hey, wir sind Gewohnheitstiere und das, was wir tun, machen wir aus Gewohnheit. Im selben Maße finde ich das aber auch erschreckend. Also wenn ich mir vorstelle, dass so wie die Welt jetzt läuft, also wenn ich auch bei unseren Mobilitätsgewohnheiten jetzt bin oder eben auch bei unserem Wirtschaftssystem, dass das gar nicht so sehr so eingerichtet ist, weil es so wahnsinnig toll durchdacht ist und so richtig ist, sondern wirklich, weil wir es einfach immer so gemacht haben, weil es sich so entwickelt hat und weil wir uns gerade nicht so richtig vorstellen können, wie es anders sein könnte. Macht dich das auch so ein bisschen verrückt? Ja, ich munze, wie du siehst, weil ich natürlich diese Gedanken kenne. Also, oder was heißt natürlich, ich kenne diese Gedanken so. Und die treiben mich natürlich auch um und treiben mich auch an. Und manchmal ermüden sie mich auch. Also ich kenne alle diese Gefühlswelten, glaube ich, oder ziemlich viele davon auch sehr gut. Und das ist dann das Schöne oder manchmal auch Anstrengende, wenn man sich immer so ein bisschen auf der Metaebene mit diesen Themen beschäftigt und dann wieder analysiert, ach ja, genau, das ist also die Gewohnheit. Oder jetzt reagierst du so und so, weil, ne? Oder warum nervt mich das jetzt gerade, dass die das nicht verstehen und nicht anders machen, der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin trotzdem dagegen stehen. So diese Sachen, ne? Und dann muss ich ja auch da manchmal einen Schritt zurückgehen oder zur Seite gehen oder mich mit Menschen umgeben oder einer Umgebung umgeben, wo ich wieder das Gefühl habe, anzukommen, mich ein Stück weit besser zu fühlen. Mag jetzt seltsam vielleicht klingen, aber hoffentlich anknüpfen an das, was ich eben gesagt habe, irgendwie nachvollziehbar. Und dann wieder weitermachen kann oder vielleicht auch mal einen anderen Weg einschlage. Und auch das gehört dazu. Also sich immer wieder zu hinterfragen beziehungsweise zu schauen, was da gerade passiert, also so diese, manche nennen das Vogelperspektive, andere nennen das Achtsamkeit, Mindfulness. Die Begrifflichkeiten sind mir meistens an der Stelle egal, aber dass jeder einen Weg findet, um entsprechend damit umzugehen. Und um es ganz konkret mit der Frage zu machen, mit den Gewohnheiten und den Entscheidungen, die irgendwann mal getroffen wurden, da hilft mir tatsächlich immer die Perspektive rauszuzoomen, weil du hast so schön gesagt, ja, das war ja immer so. Mhm. Ja, Moment mal. Also das war halt in unserem Leben immer so vielleicht. Ja. Aber das ist ja nur ein ganz, 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 ganz kleiner Mini-Teil. Ja? Also ich finde dann immer bildliche Darstellungen, unser Gehirn kann halt Bilder immer schöner verarbeiten, immer besser, leichter als Text, wo man dann so sieht, so Menschheitsgeschichte, wie ist das so in der Zeit und so. Ne? Das mag jetzt
sehr, sehr irgendwie abgehoben klingen, aber dann halt einfach zu gucken, wie klein dieser Punkt gerade ist, über den wir reden, und dass auch diese Gewohnheiten, so groß sie uns dann erscheinen mögen, wirklich nur so ein Fitzel sind. Mhm. Und deshalb wir auch einfach versuchen können, das zu ändern, weil es ist halt, nochmal, es ist halt menschgemacht, es ist menschüberlegt. Das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Ja. Also, ne, es ist nicht Physik, es ist nicht Biologie und es ist nicht Chemie, sondern es ist Wirtschaftswissenschaften oder Jura, häufig auch bei juristischen Fragen. Das dann heißt, ja, aber das steht doch so im Gesetz. Dann sage ich, ja, und wer hat diese Gesetze gemacht? Ja, ja. Also, ne, oder das können wir nicht ändern, das steht da so. Mhm. Ah, okay. Also, und da sind wir beim Thema Selbstwirksamkeit und auch ein Stück weit Naivität. Also ein Konzept, was ich sehr, sehr unterstütze. Mhm. Weil nur wenn ich diese naiven Fragen stelle, wenn wir öfter naive Fragen stellen und hinterfragen, dann können wir dahin kommen, anders drauf zu gucken. Ja. Von der Vogelperspektive und dem Blick auf von oben aufs große Ganze, vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Gewohnheiten, Mobilität. Was würdest du denn sagen, Maren? So ein eingefleischter Autofahrer, der jetzt nicht das Auto benutzt, weil er, keine Ahnung, irgendwie ein Gebrechen hat oder so, sondern weil er einfach das schon immer so gemacht hat. Wie lange bräuchte denn so eine Person, um diese Gewohnheit zu ändern? Also, das ist eine sehr schöne Frage. Gefällt mir. Vor allem so konkret. Ich mag auch konkrete Fragen, auch wenn ich gerne über das große Ganze rede. Ja. Also die Durchschnittszahl, die empirisch sozusagen erhoben wurde, wie lange es dauert, ist jetzt herrlich, pass auf, eine Gewohnheit zu ändern, ist 18 bis 254 Tage. Okay. Das ist ganz einfach, schon, ganz eindeutig. Richtig. Daran sieht man schon mal wieder so diese ganze Wissenschaftsfrage. Also nicht, dass das jetzt Quatsch ist, sondern einfach natürlich, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es gibt so viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Mhm. Und das ist jetzt super, weil dann können wir jetzt mal so ein bisschen auch da wieder konkret auf die Sachen beziehen, die wir vorher schon angesprochen haben. Erste Frage natürlich, wie weit wird das jetzt durch? Wir stellen uns jetzt so diesen Autofahrer. Mhm. Also ich habe gerade einen Mann im Kopf, tut mir leid. Ich aber, jetzt auch, ist in Ordnung. Machen wir jetzt einfach mal. Genau, stellen wir uns halt so vor. So, und jetzt gibt es halt von außen dann mehrere Stimuli, mehrere Reize, die das erschweren. Mhm. Zum Beispiel die Spritpreise steigen an. Mhm. Der kann nicht mehr in die Stadt reinfahren. Mhm. Der muss vielleicht wie in London eine Fee bezahlen, also eine Gebühr bezahlen, um ins Stadtzentrum zu kommen. Mhm. So, und irgendwann wird das so unangenehm. Und wenn er die Kosten-Nutzen-Analyse dann abends mal auf seinem Zettel irgendwie durchrechnet, so kommt er dahin, warte mal, ich bin schneller, ich kann mehr machen, kann vielleicht sogar zwischendurch die Augen zumachen, wenn ich in die U-Bahn steige. Oder vielleicht sogar, going really crazy, aufs Rad steigen. Ja. Ja? So, das heißt, es ist so eine Balance natürlich aus Druck von außen und was macht Spaß. Und da ist dann wieder die Top-Down-Perspektive. Wir müssen eine Umgebung schaffen. Ja. Ich ja, glaube ich, auch auf der Radkommission gesagt habe, dass Nachhaltigkeit oder das Radfahren quasi die coolste, die schönste, die sexiest Variante ist, das zu tun. Mhm. Und dann halt auch ein anderes Erleben stimulieren. Thema Selbstwirksamkeit. Mhm. Also ich erzähle mal jetzt kurz hier aus Schwenk aus meinem Leben. Natürlich hasse ich es, wenn ich nass werde auf dem Fahrrad. Ja, so. Und du radelst zu irgendeinem Meeting oder was auch immer und du hast vorher dein Regenradar oder was auch immer gecheckt, okay, und es fängt trotzdem an. Ja? Und du denkst, toll, so Mist, und fluchst und sitzt auf deinem Gas. Und dann wieder hilft mir die Perspektive zurück und ich denke mir, ah, und das mag jetzt sehr, sehr schlimm klingen, aber ich darf gerade dieses Wetter erleben, ja? Mhm. Ich bin in Anführungsstrichen im Einklang mit meiner Umgebung, als wenn ich im Auto sitze, die Scheibenwische anstelle und irgendwie sage, ja, ne? Ist halt so. Und natürlich, wie gesagt, das befreit mich überhaupt nicht davon, nicht mich auch manchmal zu ärgern, wenn ich nass werde auf dem Rad oder irgendwie denke, ja, okay, wenn das Auto da wäre, hätte ich jetzt das Auto genommen. Und da sind wir wieder bei dem, wie kann ich es mir selber leichter machen, Gewohnheiten zu ändern. Mm. Naja, eben da auch die Verfügbarkeit zu minimieren. Ja. Jeder, ja, der schon mal irgendwie versucht hat, keine Süßigkeiten mehr zu essen, naja, wenn keine im Haus sind, dann wird das auch wahrscheinlich einfacher sein. Ne? Klassisches Beispiel. Wenn das Auto vor der Tür steht, kann ich nicht einsteigen. Ja, ja. Das heißt, da wäre dann der erste Schritt natürlich, dass ich selbst diesen Mobilitätswechsel machen will. Ich persönlich fahre ja übrigens total gerne im Regen. Ich ziehe dann meine Regenjacke an, radel total gerne im Regen und meine Regenhose und irgendwie fühle ich mich dann unverwundbar und oft ist es auch leerer draußen, also ne, so ist ganz schön. Ja. Und wenn ich jetzt Oberbürgermeisterin bin
Und bin davon überzeugt, dass es gut ist für meine Stadt, wenn da weniger Autos drin rumfahren und wenn mehr Menschen zu Fuß gehen oder das Fahrrad benutzen. Und ich habe aber gar keine Lust, klingt jetzt falsch, also ich sehe nicht so viel Erfolg darin, so lange zu warten, bis ich alle Menschen Kraft meiner Worte davon überzeugt habe, dass das jetzt wirklich besser ist. Dann wäre das doch, wenn ich dich richtig verstehe, vielleicht sogar wesentlich effektiver und effizienter, anstatt die Diskussion ständig zu suchen, die Rahmenbedingungen zu ändern, oder? Ja, und da muss man natürlich, müssen Menschen, sollten Menschen vorsichtig sein, dass das nicht wie so ein Überstülpen ist. Ja? Und dafür ist es ganz wichtig zu verstehen, dass alles, was wir gerade vorher besprochen haben, dass wir immer den Weg des geringsten Widerstands wählen. Unser Hirn, nochmal, wir sind faul von Natur aus, alle, ja, zu einem unterschiedlichen Ausmaß. Aber der Default, der Standard ist, Hirn sucht den Weg, wo er möglichst wenig Widerstand und wenig Arbeit hat. Punkt. Weil es ja energiesparend, also überlebenstechnisch macht es total viel Sinn. Das heißt, wenn wir wissen, und da kommt jetzt die Wissenschaft ins Spiel, empirisch, dass es für meine Stadt oder für eine Stadt generell besser ist, das und das so und so, also im weitesten Sinne Verkehr so und so strukturiert ist, und ich diesen Ergebnissen vertraue, dann zu sagen, okay, welche, ne, siehe Anne Hidalgo in Paris oder siehe andere Städte, das dann zu implementieren und wie schnell dieser Wandel gehen kann, sehen wir ja jetzt gerade. Ja. Haben wir auch vorher in den Niederlanden die Bewegung zum Fahrradfahren. Niederlande waren lange kein Fahrradland. Ja. Die Motivation da waren die vielen toten Kinder. Weil das war nicht ein Öko-Aspekt. Das waren die Kinder, die überfahren wurden von den Autos. So, was lernen wir daran wieder psychologisch? Wenn es mich betrifft, dann sind Menschen bereit, was zu ändern. Das heißt, wenn ich merke, und da sind wir wieder bei dem Autofahrer, der dann lernt, okay, ich muss mehr zahlen, es ist für mich insgesamt eine negative Rechnung, dann findet der Wechsel statt. Und dann muss ich als Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin halt sagen, wenn ich das sehe, okay, wie kann ich das stimulieren? Da sind wir bei dem großen Thema der Nudges, also der Stupser, die man dann entsprechend implementieren kann. Und das hat nichts mit Bevormundung zu tun, ganz wichtig, weil das wird dann häufig dann, ne, kommen die Verbotskultur und diese ganzen, nochmal. Unsere Umgebung stimuliert und verändert uns, genau wie die Gedanken von anderen Menschen, wenn sie ausgesprochen werden, immer. Die Frage ist, überlegen wir uns bewusst, in welche Richtung? Das ist die einzige Diskussion, die wir führen dürften, meiner Überzeugung nach, wenn es um diese, ja, aber dann beeinflussen wir doch. Ja, das tun wir sowieso. Egal, welche Umgebung wir haben. Die Frage ist wirklich einfach nur, in welche Richtung wollen wir gehen? Und deshalb ist es so wichtig, über die Zielsetzung zu sprechen. Ja, und ich frage mich ja auch, wenn wir so Gewohnheitstiere sind, welche Resultate unserer Gewohnheiten, unseres Gewohnheitshandels sind wir denn bereit, weiterzutragen? Das sind dann zum Beispiel auch viele Verkehrstote. Und haben wir uns da vielleicht einfach dran gewöhnt, das ist halt so. Ne? Das gab es schon immer. Ja. Und Verkehrstote, wenn ich Verkehr haben will, dann muss ich eben das auch tolerieren. Das finde ich ist auch eine spannende Frage. Ja, Maren, vielen, vielen Dank für all diese spannenden und interessanten und, wie ich auch finde, mutmachenden Gedanken. Wenn ich dich jetzt bitten würde, so einen ermutigendes Schlusswort zu sprechen für all die Aktivistinnen da draußen an den Bildschirmen, die gerade zugeschaut haben. Fällt dir da ein gutes Schlusswort ein? Tatsächlich ja, glaube ich, denke ich. Und zwar seid neugierig und naiv. Also Neugier ist tatsächlich die meiner Überzeugung nach wichtigste Eigenschaft, die wir alle haben können. Und die Naivität, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, erlaubt uns halt, dieses neue Perspektiven zu sehen. Und das gekoppelt mit der Neugier kann halt ganz, ganz viele Räume eröffnen und ganz, ganz viele spannende Gedanken und damit auch Momente und auch Ergebnisse schaffen. Und wenn wir uns das mehr bewahren, Kinder sind von Natur aus naiv, Kinder sind von Natur aus neugierig und ich will jetzt gar nicht hier so eine Schmalzschlusswort oder so anschieben. Aber wenn wir uns das ein bisschen mehr bewahren oder wieder reaktivieren, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dann können wir, glaube ich, ganz schön viel schaffen und dann können wir diesen Karren auch rumreißen. Vielen Dank, Maren Urner.